1998 wird vieles anders in der Bundesrepublik. Nicht nur Helmut Kohl ist abgewählt, der von vielen als der ewige Kanzler wahrgenommen wurde, auch Bonn hat ausgedient als Bundeshauptstadt. Im Frühjahr 1999 zieht Gerhard Schröder, der neue Kanzler, mit seiner Regierung nach Berlin und das Parlament zieht mit. Eine Entscheidung, die knapp und durchaus umstritten war, genauso wie die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der Union für das Jahr 2002. Edmund Stoiber CSU gegen Angela Merkel CDU. Beide wollen. Aber als Merkel feststellt, dass die Unterstützung in den eigenen Reihen schwindet, fasst sie einen Entschluss. Merkel fährt nach Wolfratshausen, um Edmund Stoiber daheim beim berühmten Frühstück die Kandidatur anzutragen. Das Duell des Jahres 2002 heißt also Schröder gegen Stoiber. Und es wird ähnlich knapp wie in manchem Western kurz vor Hain nun. Denn am Wahlabend liegen beide Union und SPD mit 38,5 Prozent gleich auf. Erstmals haben beide großen Volksparteien aber weniger als 40 Prozent als Zweitstimmenanteil. Die Grünen kommen auf 8,6, die FDP auf 7,4 Prozent. Die PDS verliert zwar ihre Fraktionsstärke, sie liegt nur bei 4 Prozent, aber aufgrund von Direktmandaten kann sie wieder in den Bundestag einziehen. Das Ergebnis war knapp und der Wahlabend lang und spannend, bis feststand, wer regieren kann. Aber eigentlich war nach diesem Wahlkampf auch nichts anderes zu erwarten. Er war amerikanischer als je zuvor. Und vollkommen zugespitzt auf die Auseinandersetzung der beiden Spitzenkandidaten Schröder und Stoiber. Erstmals gab es im deutschen Fernsehen auch das entsprechende TV-Format, ein Fernsehduell, in dem die beiden vor mehr als 15 Millionen Zuschauern vor allen Dingen über den befürchteten Irakkrieg stritten, das zentrale Thema des Wahlkampfs. Je mehr sich der auf die beiden Spitzenkandidaten der großen Parteien konzentrierte, desto mehr mussten die Kleinen strampeln, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Das galt für die FDP, bei der der NRW-Landeschef Möllemann das Ziel 18% ausgegeben hatte und für die Grünen, bei denen Joschka Fischer wieder mal um sein politisches Leben rennen musste. Kondition und langen Atem, das brauchten sie.